Ja, ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zum vierten Mal hier. Wir waren ja im Vorfeld von dem ganzen Turnier schon ein paar Mal da und das, ja, es ist schon beeindruckend. Ich meine, wenn man mal in Shanghai war und das jetzt auch sieht, im Hintergrund sehen wir auch die ganze Skyline von Shanghai. Ist eine tolle Stadt, ist natürlich eine Riesenstadt, macht riesen Spaß hier auch mal zum Sein und die Mannschaft kann sich sicherlich freuen, hierher zu kommen. Letztes Jahr waren wir ja in Tokio, da siehst du so gut wie gar keinen grünen Baum und hier sieht man doch viele Grünflächen auch in der Stadt und ist von dem her gesehen macht es schon einen ganz anderen Eindruck. Also ich denke, das ist sicherlich auch was, wo die Spieler lieben werden, dass sie jetzt nicht nur auf irgendwelche Betonklötze schauen. Ja, sie würden einen riesen Empfang bekommen hier in China. Das hat man ja auch schon im Vorfeld gesehen, wo wir jetzt hier waren für die Vorstellung von dem ganzen Turnier. Und da sieht man schon allein die Begeisterung. Und BVB hat einen riesen Stellenwert hier mittlerweile auch in Asien. Und auf das können sie sich sicherlich freuen. Also auf Fans, die sehr treu zu den Spielern sein werden.